Are you listening? Damn. Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality und heute mal mit einem ganz, ganz neuen Video bzw. mit einer ganz, ganz neuen Format oder Serie und zwar mit dem sogenannten Short Facts. Ja, das ist eine neue Serie jetzt, wo ich euch Bodybuilding oder Fitness relevante Themen oder Begriffe nahebringe, euch erkläre, was ist das, welche Vorteile bietet es mir und ja, wie gesagt, das ist die neue Serie Short Facts. Und heute fangen wir gleich mal mit dem Short Fact Refeed an. Was ist ein Refeed Day? Hast bestimmt schon mal irgendwo gelesen, hey, ja, solltest immer Refeed Days einlegen. Aber was ist das eigentlich? Ja, ein Refeed Day wird vor allem in einer Diät, wo man die Kalorien reduziert, um abzunehmen, benutzt, um quasi sich wieder ja, zu refeeden. Ich möchte jetzt nicht so ins Englische verfahren, um sich wieder aufzufüllen. Das ist ein Refeed Day, sieht folgendermaßen aus, ich denke schon wieder nur ans Essen, folgendermaßen aus, quasi in einer Diät, ja, versucht ja dein Körper durch die wenigen Kalorien den Normalbetrieb aufrechtzuerhalten und durch verschiedene Mechanismen dann an Energie zu sparen. Und den Refeed Day brauchst du jetzt quasi, um den Körper wieder neue Energie ja, zuzuschießen. Ja, dass er wieder, weil wenn du ihm die Kalorien nimmst, da ist er, fährt er erstmal alles runter, ist eh klar, weil er denkt, oh fuck, da kommt nicht mehr so viel rein, wie ich verbrauche, ich muss irgendwie meinen Energieverbrauch irgendwie senken, ich muss irgendwie schauen, dass ich an allen Ecken und Enden sparen kann. Beim Refeed Day ist es so, das ist ein Tag, zum Beispiel ein Tag in der Woche, wo du bewusst die Kalorienmenge erhöhst, vor allem aber durch die Kohlenhydrate erhöhst. Und ja, das Eiweiß, das ja normalerweise in der Diät hochgehalten werden sollte, um den Muskelschwund vorzubeugen, wird da auch leicht reduziert. Das heißt, du nimmst da an diesem Tag nur ca. Ja, 80-85% deiner Kalorienmenge nur durch Kohlenhydrate zu dir. Das heißt, du kriegst wieder einen Energieboost, quasi das lässt deine Trainingsleistung steigen. Du wirst sehen, du wirst besser drauf sein, du wirst dich körperlich besser fühlen. Und das ist einfach der Sinn eines Refeed Days, dass du deine Energiereserven wieder auffüllen kannst. Aber ganz, ganz wichtig, das ist ein immenser Unterschied zwischen einem Cheat Day. Ein Cheat Day ist, wo du einfach alles in dich reinschaufelst, wo du einfach scheißegal, wie viele Kalorien, ob es 15.000, 20.000 sind, ist. Das ist ein Unterschied. Denn beim Refeed Day wird es, wie gesagt, die Kalorienmenge kontrolliert erhöht und die Kalorienmenge wird vorrangig aus Kohlenhydraten zu sich genommen. Also du isst an diesem Tag dann sehr, sehr viel Reis, Kartoffeln, Haferflocken, keine Ahnung, was deine Favoriten Kohlenhydratquelle ist. Wie gesagt, das ist ein Refeed Day. Ich hoffe, du hast es verstanden. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du bereits den Unterschied gewusst hast, ob du schon mal vom Refeed Day gehört hast, ob du ihn auch bewusst anwendest in der Diät. Würde mich sehr, sehr interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentiere das Video, like das Video, teile das Video, sag es deinen Freunden und abonniere den Kanal. Damit machst du mich sehr, sehr, sehr glücklich. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Training. Ciao. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up.